Jetzt schon, Josh? Nö, aber ich kenne da jemanden. Ach so. Ja, ich. Genau. Hast du fahr mal nicht so schnell, ich sehe dann diese Reflektoren fast nicht mehr. Oh, wie schlimm. Orientierst du dich da an denen oder was? Ja, das. Nee, ich sollte doch ein Foto davon machen. Ach so. Eieiei, einmal kannst du auch übertreiben, gell? Ja, irgendwann ist auch mal gut hier. Ja, das kann ich während der Fahrt. Also die vordere eigentliche Obergrenze für Thumbnails pro Aufnahme. Ich schlage. Tschüss. Folgendes vor. Tö. Ja. Dann schlag mal. Tanken? Nee. Tö. Also wir haben ja nicht so einen Spritschlucker, ne? Fuck. Ja, dann. Hättest du mal an der Tankstelle vorhin getankt. Ich kannst ja gerne bei mir mal dran saugen, wenn du möchtest, vielleicht. Oh ja, Josh, immer doch. Ich saug doch immer an deinem Rüssel. Ja, hier waren wir schon mal. Ja, hier, den Kreisverkehr, da sind wir schon mal durchgefahren, Carsten. Ich empfehle dir Spritzfahrt. Erinnerst du dich noch? Kann ja, ich bin ja dreimal im Kreis gefahren. Ich muss ja mithalten, Josh. Ach, da ist... Ich hab da so... Ja, warum fahrt er echt nicht raus? Julian, der im Kreisverkehr hat Vorfahrt. Ich hab immer Vorfahrt. Deine Mutter hat immer Vorfahrt. Ja, die auch. Herrlich. Ey, du reflektierst voll, ey. Ui, echt? Voll geil. Ich bin sieht das bei mir auch so schön aus? Aber wenn jetzt, also wenn jetzt im Wald ein Wild in den Farbtopf gefallen ist, ist dann das reflektiert? Ja. Oh. Nein. Weil der Witz war einfach nicht gut. Naja. Fand das eigentlich. Er fand das eigentlich voll cool. Also fand die Idee eigentlich so. Josh, die Grundidee. Es kommt auch auf die Grundidee an. Also die Ausformulierung ist da variabel. Josh, nee. Nee. Ich sehe einen Bogen. Ich sehe was du nicht siehst. Das sieht doof aus. Josh, das war so ein Versteh mir schon mal nur nicht lustig Witz. So. Ich sehe etwas, was du nicht siehst, und das sieht ziemlich doof aus. Dein Gesicht. Du Vitali. Macht ihr denn da? Ich war letztens in Berlin. Schöne Stadt. Einwohner sind nur ein bisschen komisch, machen immer nur. Ja, aber von welchem Programm kommt ihr das nochmal? Darf ich den Vorschlag machen? Weiß ich irgendwie, darf ich einen Vorschlag machen? Ja, ich schlag vor. Wieder. Ja. Wir fahren gleich bis zur Fähre und dann machen wir eine gute Nachtpause. Karl ist müde. Ja, können wir machen. Schlafen. Ich werde echt müde. Ich bin echt? Um 21:50 Uhr. Allerdings kommen unsere ganzen Frachten dann verspätet, ne? Das ist euch klar. Oh. Ja, das ist ja. Nee, ja. Also, dann mache ich auch nicht mehr mit. Nee, dann finde ich die Aufnahme jetzt auch nicht nur. Carsten, traurig. Vor allem. Oh fuck, da war eine Tanke. Ist ja nicht so, dass wir eh auf die Qualität unserer Fracht scheißen. Also. Nein, ich nicht. Nee. Überhaupt nicht. Nee, die müssen immer unbeschädigt ankommen. Ja. Ja, deswegen müssen wir jetzt eigentlich auch nochmal neu drehen. Also. Ja, machen wir doch auch. Ja, da kommt ein LKW. Nur ich hab gedacht, nee. Das sagen wir mir erst am Ende. Mhm. Ja, damit es so richtig also schön wenn Spaß alle, macht. Nee, eigentlich alle drehen wenn, doch wenn immer das neu, alles schon, vor geschnitten haben. Also wenn alle das schon fertig geschnitten und gerendert haben, dann musst du das sagen. Ja. So einen Tag vor Veröffentlichung. Nee, eigentlich bin ich nicht zufrieden. Ja, es entspricht nicht dem Qualitätsanspruch. Du hast mich bei einer Stunde 20 der Mensch angeguckt. Der Carsten, der Carsten müde, Carsten schlafen. Boah, ey, dritte Mal. Ich glaube, der Carsten schläft jetzt. Ich würde sagen, das war's für heute. Das dritte Mal jetzt, das ist doch nicht wahr. Ich bin dann und? In Nantes. Nantes. Ja, dann können wir weiterfahren. Ich hab den schnellsten Blinker von uns dreien. Alter, ich hab den mit den langsamen. Freu dich, ein Backe Keks. Ja, mach ich auch. Also ich kauf lieber die von Edeka. Die sind nämlich lecker. Aber da hab ich Backe Chocolate Chip Cookies. So, wo kommt ihr nochmal raus? Oberhalb, ne? Genau. Bei Nantes halt. Ja, Oberhalb. Wie nanntest du das noch gleich? Ich nannte es Nice. Nitze. Das ist schon cool. Boah, da kannst du vorne einen geilen Titel draus machen. Ich Nantes und dann Nice. Ja. Boah, der ist. Boah. Niedriger Tankfüllstand. Hier ist eine Tankstelle. Ja. Verdammt, der bremst. Doof, ne? Hey Leute, die bremsen ist ja ekelhaft. Ja, echt, ey.
Vor allem von einem Kreisverkehr. Ist ja voll langweilig. Ja, Leute, jetzt fährt ja auch langsam der Stricher. Meine Güte. Oh, das ist bei mir Was ist mit Bausparvertrag? Aber ich bin müde. Es überkam mich. Und nein, ich bin nicht Chantal 19 und arbeite, fuck. Da arbeite ich Chantal 19. Ja, bei fuck. Ja, dann kannst du auch Alpha Kevin Trägt allein zu Hause. Chantal! Ja, der holt sich die bestimmt auch. Ja, klar. Ihr fahrt jetzt ernsthaft langsam? Der arme Carsten. Ja, mir tut er auch leid. Aber was soll ich ihn machen? Dich vorbeitrauen? Ja, klar. Nee, das kostet Sprit. Ich trau mich nicht. Ich hätte es ja fast gemacht. Boah. Ah, ja. Ich wollte nur nicht. Und wenn hätte ich es eh geschafft? Oh, oh, oh. Sind wir überhaupt noch richtig? Nö. Wenn gleich eine Maut dazu kommt, dann ja. Ja. Also da stand auch gerade kein Schild, wo drauf stand Nantes. Weißt du, warum ich das lesen konnte? Weil wir so langsam dran vorbeigefahren sind. Konntest du quasi vor deinem inneren Auge ein Bild machen und dann da so ranzoomen. Ich konnte es quasi fotografieren. Mit deinem fotogenen Gedächtnis. Genau. Ein Artikel auf meiner Wunschliste ist übrigens günstiger. Nee. Boah. Echt? Echt? Das Icarus Add-on. Nee. Achso, der Josh ist da vorne. Ja, ich sehe den Josh da gerade. Dann weiß ich, wo der Josh vielleicht langfährt. Den Reeperbahn-Simulator? Hm, genau. So. Ich glaube, es mit der Tankstelle könnte irgendwie eng werden bei dir. Also ich bin jetzt wieder jetzt auf die Autobahn. Was. Wir sind jetzt da nördlich, da wo so eine Mautstelle ist. Ja, das ist so feige. Hm, klar, ich. Weißt du, eine andere Bezeichnung dafür ist schlau. Ah, herrlich. Herrlich. Herrlich, so, das ist das stehen geblieben. Schön. Ja, stehen geblieben bin ich so oder so. Wenn ich nicht gerade schlau bin, bin ich stehen geblieben. Ja, nicht in mir hängen geblieben oder so. Hm. Mal sehen, wie lange der Julian das durchsteht. Hä, hey, was macht ihr denn? 10 fahren oder wie? Der arme Carsten. Ja, mir tut er ehrlich gesagt auch leid. Herr Carsten, Julian, warum fährst du nicht? Ich will doch nur nach Hause. Man kann nur Eier machen. Will Eier machen. Weißt du was, ich fahr gleich hier meinen LKW weg und dann... Mir doch egal. Ey, die sind nicht mehr in meinem Tab-Ding drin. Man hört sein LKW aus der Ferne schnarchen und ächzen. Was ist der? Ich komm da nicht hinterher. Schön. Ist es kaputt bei dir? Alles gut bei mir. Bei dir anscheinend nicht, weil sonst würdest du ja hinterherkommen. Ach, schön. Ja, drück mal F11 und Tab. Ja, sorry, mein LKW ist halt beim Anfahren stark. Stark ist er. Gemeinsam stark. Oh, ihr seid wieder in meinem Ding drin. Echt? Mhm. Passen die da beide rein? Boah. Ja gut, ich hoffe nicht. Ich will es aber auch ehrlich gesagt nicht ausprobieren. Oh, wie schön. Oh, das war mal schön. Carsten, hast du nicht gesagt, bei dir ist eine Tanke? Ja, in der Stadt war eine Tankstelle. Was heißt war? Musst du nicht da abliefern irgendwie so? Nein. Scheiße. Doch. Ich bin jetzt auch voll weit weg. Oh, die Autobahn wird einspurig. Cool. Hier ist eine Baustelle, wo man quasi auf die... Also wenn man jetzt wieder andersrum fährt, wird man auf die Gegenspur gelenkt. Das ist cool. Ich kann auch lenken. Ich habe das schon gelernt. Echt? Mhm. Cool. Witzig. Ja, moin, ich dich ja Spaß. Coole Idee. Wo seid ihr jetzt?
Hinter einer Mautstelle. Na, an den zweiten Knödel über Nantes. Ja, da muss ich gleich mal gucken. So. Ach, da vorne ist eine Tankstelle. Also, ein bisschen arg weit vorne, aber es ist noch. Ich noch ein bisschen, aber könnte schaffbar sein. Das kam so unerwartet. Normalerweise kannst du dich ja noch so vom Mikro irgendwie wegwenden oder so, aber... Ich wende mich ab. Ich glaube, ich fahre gerade voll in die andere Richtung oder so. Fährst du Richtung Norden, Osten, Süden, Westen? Oder ich bin, glaube ich, schon voll woanders, wo ihr seid. Oh, das ist Wurst, das ist gar nicht der Ausfahrt nehmen oder geradeaus? Geradeaus. Weiter, da kommt eine Tankstelle bei uns mitten auf der Spur noch irgendwann. Warte mal. Ich bin gerade Motorfunk Full Fehlfunktionsboy. Ja, natürlich. Ich bin ja schon. Der mache ich auch. Boy. Bin ja gleich schon in Brest. Boy. Hier ist ein Radiosender, der dir vielleicht gefällt. Boy. Seid ihr auf dieser N165 da erst an dieser Tankstelle? Wir fahren gerade. Carsten hat eine Linie von Ruhrau geleakt, eine Nachtlinie. Die N165. Da, wo also so hier ganz viel Geschnörkel ist. Genau, da bin ich jetzt gerade. Da versuche ich, irgendwie rauszufahren, Scheiße, um auf die anderen zu warten. Weil der Julian, und der braucht ganz sicher sehr dringende Tankfüll. Der hat es richtig nötig. Und ich hab's so richtig nötig. Ich bin chronisch untertankt. Ja, dann bleib ich jetzt einfach mal hier dann stehen. Dann halt deinen Zapfhahn doch mal wo rein. Seid ihr das? Nee. Du Depp! Nein! Du bist so ein Depp! Du wusstest ja nicht, dass wir rausfahren müssen. Ja, nee, da ist eine Tankstelle. Erzähl doch einen von der Tankstelle, genau. Da ist eine Tankstelle, komm, wir fahren dir zuliebe da raus, dann kannst du deine Zapfsäule mal wo reinhalten. Aber nö, da hört er nicht. Ich fahr einfach hinter mir aus her. Mach das, das ist schön hier. Ja, es ist so eine schöne Rechtskurve. Dann haben wir die Schnörkel auch freigeschaltet. Genau. Ja, ist ja nicht so, als käme ich da nicht wieder rüber. Aber was ist denn das eigentlich für ein mega Komplex? Ist es ein Autohof oder was? Mhm. Keine Ahnung, was es ist. Fährst du erstmal 10 Kilometer, bis du da bist. Ja, ist gut. Durchdacht. Das ist meistens alles ein bisschen billiger. Und günstig. Ist gut und günstig. Nee, das ist auf euren LKWs drauf. Also zumindest nee, auf meinem James und Carstens. Was ist, du fährst ja den Wolf hier. Aber besser ist der Tank leer, bis du da angekommen bist, du. Ja, das ist ja auch schon rentiert. Widerstätten vom Weihnachtsmann. Das ist rentiert. Oh. Mann, nö. Oh, nö. Oh, nö, das muss doch nicht sein. Ich find's gut. Welche Ausfahrt im Kreisverkehr? Da, wo Tankstellensymbol ist. Ich kann nicht. Dann lern lesen. Da, ja, genau, weil meine Sehfähigkeit damit zu tun haben, dass ich lesen kann oder nicht. So, Carsten abgeliefert, Carsten macht jetzt Aufnahmepause. Nee, ich stehe noch auf der Autobahn. Carsten müde, Carsten schlafen. Ich stehe noch auf der Autobahn. Ich fahr mal schon mit halbleerem Tank weg, weil Jürgen Nee, Josh, tank du erst fertig. Nee. Warum nicht? Josh, warum nicht? Ich bin doch fertig. Nee, passt schon. Warum? Es reicht, wenn ich meinen Rüssel kurz da reinhalte. Aber Josh, warum? Geht weil du den Josh genötigt hast, wegzufahren. Nein. Oh, da kommen zwei LKWs. Cool. Es ist echt eine N165. Interessant. Ja, Ruhrau 2. Leak. Nachtlinie. Extra Boah. Modul für nur 59,99. Und der Preis wurde auch schon geleakt. Boah. Mhm. Alles. Ich bin ja der Spoiler. Auf dersimulantleaks.de. Genau. Genau, dersimulantleaks.de. Aber auf die Seite habt ihr nur Zugriff, wenn ihr alle Chaoten 5-mal abonniert, 7-mal liked und 20.000-mal zu euren Favoriten. Spendet. Und spendet, genau. Spenden. Dersimulantleaks.de, ist das dann nicht Simileaks? Oh. Genau, das ist die Kurzform davon. Die Domain registrieren wir auch noch. Josh, warum hast du nicht fertig getankt? Weil das reicht, ich bin dreiviertel voll. Dreiviertel? Ich bin voll. Ich kann auch ohne viel Sprit Spaß haben, Julian. Aha. Oh, Manu. Ich trinke Uso, was trinkst du so? Genau. Das wird ewig in unseren Köpfen bleiben, du. Ich trinke Uso, was trinkst du so?
Was sind deine letzten Worte? Ich trinke Uso. Was trinkst du so? Ach, schön, guck mal, da steht jemand mit Funzeln. Ja, ich hab auch gerade schon gefragt. Also irgendwas funzelt da. Mach die Funzeln. Wo ist denn der Parkplatz-Treff? Josh. So, so. Du möchtest zum Parkplatz-Treff. Ja, jetzt bin ich ja alleine hier. Jetzt ist Feierabend, was willst du deine machen? Regie, deine Regie schon schlafen. Das Problem ist, die schneidet ja dann die Folgen.